So, liebe Leute, wir sind jetzt tatsächlich soweit. Es kommt ein neuer Cast und diesmal glänzend und glorreich aus der Liga 1 direkt zu euch. Und nicht irgendein Liga 1 Cast, nein, wir haben tatsächlich, und da freue ich mich besonders drauf und lege ich auch ein Augenmerk drauf, einen unserer Abs. Ja, Neuzugänge stimmt auch nicht ganz, aber einen unserer Wiedergänger, um das mal vielleicht ein bisschen ruhmlos, aber doch so zu sagen. Nämlich haben wir wieder Optimus mit dabei, der ja schon, ich meine mich zu erinnern, in Saison 1 und 2 dabei war. Das heißt, Long Time No See, aber umso froher bin ich, dass wir ihn für die Sache gewinnen konnten. Ganz spontan zugesagt und hat mir damit eine riesige Freude gemacht. Also Dankeschön geht natürlich raus an der Stelle, Optimus. Auf der anderen Seite dieser Begegnung haben wir aber auch einen Spieler, bei dem ich mich definitiv für seine absolute Treue bedanken muss. Denn Risi ist, glaube ich, unser langzeitigster Liga 1-Spieler. Praktisch immer schon mit dabei, auch schon deutscher Meister geworden in den letzten Saisonen, immer wieder in den Top 3, hat sogar in der Saison 2 oder 1 vor Optimus den Platz belegt und deshalb darf man, auch wenn der Elo-Unterschied zu Mutmaßungen hier wahrscheinlich veranlasst, dieses Matchup alles andere als einseitig sehen. Ja, ich freue mich trotzdem auf jeden Fall auf das Ganze und es startet natürlich, wie könnte es anders sein, auf Florida mit einem Briten von den beiden. Von dem her, lasst uns gleich reinhüpfen in das ganze Geschehen. Und damit sind wir auch schon auf der Karte. Entschuldigt den kleinen Schnitt, falls ihr mitbekommen habt, eine kleine technische Schwierigkeit, aber soll uns nicht weiter betrüben. Eine Karte, die, ja, definitiv eine der ikonischsten Karten. Ich weiß, ich sage das oft, liegt aber auch daran, weil ich ja noch vom letzten Map wohl etwas verwirrt oder irritiert bin, der in der letzten Saison sehr europazentriert war. Und das hier ist so das klassische Age of Empires, das wir auch kennen, noch aus der Legacy-Version und was nicht, was für diese Begegnung hier auch passender nicht sein könnte, denn Optimus ist einer der OGs, einer der ganz Alten und genauso ist Risi auch immer schon gefühlt mit dabei in dem ganzen Laden. Also die beiden spielen schon ewig. Witzigerweise ist keiner von beiden so ein richtiger DLC-Sip-Enjoyer. Ich würde behaupten, Risi noch weniger als Optimus. Optimus hat, glaube ich, zumindest an Malta Gefallen gefunden. Aber ich würde mich da jetzt auch zu weit aus dem Fenster lehnen. Denn wenn ich so an die deutsche Szene denke, ist, glaube ich, auch Optimus der Einzige, mit dem ich noch nie mich irgendwie da weiter ausgetauscht habe. Von dem wir für mich auch so ein bisschen Person of Mystery, aber das soll uns ja nicht von dem spannenden Cast abhalten. Opti auf jeden Fall sehr elegant, schnappt sich hier ganz billig für 40 Lebenspunkte den Schatz, 80 Nahrung, schmeckt dem Briten auf jeden Fall. Auf der anderen Seite tut Risi das Seinige, um sich ebenfalls hier zu bereichern, möglichst überall. Wie schaut's aus mit den Schafen? Wir haben ja genügend, Risi hat schon zwei auf seiner Karte. Optimus hat zwei, entschuldigt. Risi hat auch zwei, also ist es noch ziemlich ausgeglichen. Wir haben aber auch noch hier ein paar verlorene Schafe auf der Karte, die wahrscheinlich baldigst aufgesammelt werden. Decktechnisch würde es mich ja schon mal interessieren. Ich meine, was man klassischerweise auch gerade im hohen Elo-Bereich oft sieht in diesem Matchup, ist ein absoluter aggressiver, auf die Fresse, hau drauf Krieg in der Mitte der Map. Beide setzen den Turm nach vorn, beide eine Kaserne und dann ab aufs Fressbrett, bis einer Zähne spuckt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal dargestellt, aber schildert ganz gut, was ich mir hier erwarte von den beiden. Denn wir sind hier auf hohem Niveau, wir sind in Liga 1 und besonders diese Saison ist Liga 1 auch international gesehen eine Nummer für sich. Wie gesagt, wenn Ezzard noch, schade, dass er nicht dabei ist, aber wenn Ezzard zum Beispiel noch dabei wäre, hätten wir, glaube ich, ziemlich die aktuell aktive Creme de la Creme im deutschsprachigen Spielebereich, vielleicht mit Ausnahmen wie Jerimuno oder Robrot. Aber eine unglaublich starke Liga 1 diese Saison. Nochmal 100 Nahrung, damit sind wir schon bei 200 für Optimus. Der dürfte jetzt dann auch gleich mal hier agen. Ja, und da ist er schon. Hat sich sogar die Gattersäge durchgeholt, wie ich das hier sehen kann. Hat also, ich glaube, den 100-Hutschutz etwas spät vielleicht entdeckt. Oder was heißt spät? Ja, doch, vielleicht ein bisschen spät. Hat aber dann sofort die Gattersäge durchgeballert und wir sehen es. 16 Siedler direkt alle hier auf Holz. Also er schenkt sich da gar nichts. Erstes Haus raus, zweites Haus hinterher. Decktechnisch Wasser 1. Wir haben tatsächlich Anti-Wasser eigentlich nur. Bisschen Lebenspunkte auf den Siedlern noch und im Zweifelsfall die Dorfmiliz tatsächlich oder Stadtmiliz. Interessant, meiner Meinung nach zumindest, denn wenn wir uns das Deck hier anschauen, da gibt es eigentlich nichts auf Wasser und dass er sich in der Situation so in der Defensive befindet, dass es dann die Stadtmiliz, ja,
die Town Militia noch ausmacht. Würde mich fast wundern. Risi ist da ein bisschen weniger gegen Wasser aufgestellt. Der vermutet wahrscheinlich gar nicht, dass Opti auf Wasser geht. Da kennen sich die Gegner, also die beiden Spieler halt auch besser gegenseitig. Risi hier mit einem Frontherrenhaus. Finde ich eigentlich von der Idee recht cool tatsächlich. Das gleiche sehen wir nämlich auch von Optimus. So werden die Grenzen abgesteckt. Und sie befinden sich tatsächlich überraschend nah an Optimus. Eigentlich so in ganz knapper Bildschirmreichweite fast schon. Und hier werden wir dann ziemlich sicher auch gleich von der einen Seite Gouverneur bei Risi und Optimus auch mit dem Gouverneur. Jawohl, die werden also beide ihren Turm nach vorne pflanzen und eine Kaserne bauen. Woher ich das weiß, kennt man einen Briten Mirror auf dem Level, kennt man sie alle. Was jetzt nicht dem Level des Spiels irgendwie schlechten Abruf tun soll oder so. Schaut mal. Tatsächlich hat Opti hier nochmal Verstärkung geholt, holt drei Siedler, schmälert damit sein Ressourceneinkommen etwas, aber hat auch einen Siedler mehr als Risi. Und dafür ist seine Kaserne nochmal ein Stückchen früher draußen. Wenn ihr es vergleicht, 12 Sekunden hier noch, da ist das Ding praktisch schon gebaut. Also 10 Sekunden Unterschied tatsächlich. Und der Außenposten von Risi ist ein bisschen knackig. Der ist tatsächlich etwas gar knackig, meiner Meinung nach. Ist natürlich interessant, weil er zwingt Risi. Risi kann jetzt quasi hier das Gebäude stehen haben und es kann niemand von der Seite reinpoppen. Also es kann auf die Seite der Kaserne echt nichts raus. Das heißt, du kannst auch schlecht von Musketierpops gecatcht werden per se, wenn du von hier aus belagern solltest oder überhaupt kannst. Interessante Perspektive auf jeden Fall. Und vor allem der Turm von Opti hat hier auch von den beiden Einheiten ganz schön Belagerungsschaden abbekommen. Ist schon 25% des Lebens angeknuspert. Stahlfallen von Optimus. 5 Siedler weniger, weil Risi tatsächlich mit den Langbogenschützen als erstem Shipment gestartet ist. Macht ja auch die ersten Militäreinheiten klein von Opti. Optimus auf der anderen Seite startet gierig wie ein Wahnsinniger. 3 Siedler into 4 Siedler into 6 Musketiere. Muss jetzt also doch ein bisschen Militär rausholen. Erlaubt es sich aber trotzdem. Also 4 Siedler als erstes zu shippen ist schon gierig wie sonst was. Da finde ich traurig, dass ich meiner Meinung nach... Ich hätte dafür nicht die Eier. Ich sag's euch, wie es ist. Bin mal so direkt. Langbogenschützen sind da. Und jetzt wird's gefährlich. Klingt komisch. Aber jetzt kommen hier nochmal die 6 Musketiere, ne? Von Opti, von Risi. Und da gehen jetzt auf einmal im Snare auch die Musketiere rein. 6 Musketiere im Nahkampf gegen Langbogenschützen. Und die Langbogenschützen hier nehmen die Musketierverstärkung von Risi, hops. Also meiner Meinung nach sehr sauber gespielt. Risi hat hier schon 2 Einheitenschicksladungen mit drin. Opti hat mit einer einzigen sehr, sehr stark dagegen gehalten. Also ich finde, da kann man sich nicht beschweren, zumindest wenn man Opti heißt. Punktetechnisch absoluter Gleichstand, aber tatsächlich 5 Siedler nach wie vor Unterschied. Und jetzt kommt der Teil, wo in der Basis gekämpft wird. Ah, ein Siedler geht drauf. Gut natürlich für Risi. Ah, ah, ah. Opti versucht hier abzuhauen, ist die Frage. Kann Risi noch catchen? Und sollte Risi ihn überhaupt catchen? Weil ganz ehrlich, der Turm hier, der gehört doch schon längst eingerissen. Jetzt ist er wieder voll aufgestellt. War schon auf den letzten 500 Lebenspunkten, wenn ich das vorher richtig gesehen habe. Risi hat aber tatsächlich hier ein bisschen zu viel Zeit, nicht mit Plaudern, aber mit Wandern verbracht. Wie es die Briten bei uns in Tirol auch manchmal tun. Oder die Deutschen oder die Franzosen. Aber das hat ihm definitiv nicht den Vorteil gebracht, den er gebraucht hätte. Er ist punkttechnisch ganz leicht hinten wirtschaftlich. Ja, doch, merkt man die 4 Siedler Unterschied. Aber eben, es ist gerade ein sehr ebener Kampf, aber Opti hat die Möglichkeit, sich jetzt noch seine Militärschiffsladungen durchzuschicken. Die hat Risi natürlich schon vergeben. Und Risi jagt hier weiter Einheiten, während Optimus mit stärkerer Wirtschaft, zumindest in meinen Büchern, jetzt endlich militärisch auch aufholen sollte. Er ist ein bisschen fixiert, ein bisschen sehr stark fixiert auf seine Langbogenschützen. Er hat nur 5 Musketiere, aber man kann sich auch von Risi nicht erwarten, dass der jetzt allzu schnell auf einen Stall umswitcht. 27 Siedler zu 31, 4 Siedler Unterschied. Und das ist wirklich, das ist auch das Faszinierende an so einem Briten Mirror. Klingt vielleicht für einige von euch seltsam. Grüße gehen raus an dich, Kuchen. Zorro ist ja bekannter Briten. Naja, wie soll man, nicht Hasser, nicht Ablehner, aber... Ja, also nicht unbedingt Briten-Konnoisseur auf jeden Fall. Und was ich aber hier so spannend finde auf dem Level, es ist wirklich, es kommt exakt auf jeden einzelnen Will an. Keiner vergisst hier einen Dorfbewohner. Zack, direkt gecured. 34 zu 29, weil ein Siedler gestorben ist von Risi. Und weil Risi auch einen Siedler von Optimus erwischt hat.
Also die BO, das Siedlerwachstum ist ja fast exakt gleich von beiden Spielern. 31 zu 34. Jetzt hat Risi mit seinem Holz mal ein bisschen aufgeholt. Der Turm von Risi hat jetzt aber in der Zwischenzeit dran glauben müssen. Und das setzt sie natürlich ganz schön zurück hier in diesem militärischen Belang. Jetzt gerade eidelt er auch zum ersten Mal im Game. Will nämlich den Husar-Badge voll kriegen. Holt sich auch die Gold-Upgrades, um das so effizient wie möglich durchdrücken zu können. Er hat ja in der Theorie sogar den Gewürzhandel dabei. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er damit was anfangen kann in der Situation. Er weiß aber, glaube ich, auch, dass die Musketiermasse reicht, um einen direkten Frontalangriff der Musketiermasse von Risi zu verhindern. Und gleichzeitig hätten wir aber noch eine saftige Menge Langbogenschützen im Hintergrund, die, und das wissen wir alle, die wir gegen sie schon gespielt haben, mit 16 Schaden mal 1,5, also doppelte Angriffsgeschwindigkeit von der normalen Einheit, die würden diese Musketiermasse locker zersieben, während die noch mit den Musketieren an der Front beschäftigt ist. Deshalb klar verständlich, dass Risi hier ein bisschen auf Kavallerieunterstützung setzt, um entweder tatsächlich mit den Kavalleristen in den Langbogenschützen zu landen oder zumindest die Musketiere oder die Einheiten von Optimus snaren zu können und damit einen entscheidenden militärischen Vorteil erringen zu können. Hier ist ja Snare in diesem Spiel, also diese Verlangsamungsmechanik nach einem erfolgreichen Nahkampfangriff von Militäreinheiten, unglaublich wichtig, aber auch unglaublich effektiv, wenn sie richtig eingesetzt werden. Jetzt hier natürlich Optimus, absolute Awareness, keine Frage. Da geht es auch auf Pro-Niveau nicht mehr darum, tatsächlich Siedler zu töten. Da geht es, also wenn, dann klar, geil, aber passiert halt selten. Worum es sehr wohl geht, ist das Idlen von Siedlern. Man will den Gegner möglichst viel dazu zwingen, die Siedler hin und her ziehen zu müssen. Hat sogar die Middleman geforst, also Risi hat es geschafft, dass hier 320 Ressourcen Blicks investiert wurden. Die Kavallerie muss jetzt aber hier einschwenken. Die brauchen nämlich in dem Fight hier gegen Langbogenschützen. Ansonsten könnte Risi ja doch böse aufgerieben werden. Risi hat jetzt ein zweites Militärgebäude tatsächlich. Schickt sich auch Militär-Upgrades. Musketiere von Opti haben nämlich noch nicht wirklich irgendwelche Upgrades. Und jetzt ist der Fight hier natürlich interessant. Die Kav ist stark angeschlagen schon von den bisher passierten Fights. Aber die Musketiere von Risi fetzen hier auch ordentlich rein. Der hat schön totale Militärzahlen zusammen, aber 20 Musketiere, 5 Verstärkende, tatsächlich noch ein bisschen Kaff von hinten und noch fast ein Doppelbatch Musketiere mehr, aber eben sehr viele Langbogenschützen im Hintergrund und das ist es genau, was ich meine. Die Jungs legen hier gerade komplett aufs Kreuz und der Gelegte, nämlich Risi, freut sich sicher gar nicht über den Ausgang von diesem Kampf. Irgendwie hat er mit einer größeren Masse angefangen und hört jetzt sogar mit einer kleineren Musketiermasse auf, also definitiv nicht in seinem Sinne. Wir haben mittlerweile aber auch hier alles an Holz durchgeschickt, was es gab. Er ist von der Bevölkerung auf 110. Ob die genau 1 zu 1 gleiche Häuseranzahl, wird jetzt bald aber ein bisschen auf Holz auch gehen müssen. Sehen wir eh schon 6 Siedler auf Holz. Bei Risi niemand, weil Risi vom Bevölkerungslimit weniger nah am Limit ist tatsächlich. Hier wird jetzt ein bisschen gekitet und du kannst diesen Fight nicht wirklich nehmen. Es ist praktisch nicht möglich, hier gerade einfach so nach vorne zu preschen. Vor allem mit diesen ganzen Langbögen im Hintergrund wird das wohl ein sehr blutiges Ding. Er nimmt sogar noch seine Miliz, nimmt die aus dem Dorfzentrum raus. Verstärkung kommt aber eigentlich nicht mehr nach. Da kommen noch ein paar Batches hinterher. Aber bis die Musketiere gestorben sind, sind hier nur noch die Langbogenschützen da. Es kommen nochmal 2 10er-Batches Musketiere raus. Aber auch Opti verstärkt natürlich. Der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und es sah lang noch so aus, als würden sie nicht gar nichts nehmen, aber Opti hat erkannt, dass seine Musketiere nicht die Rolle des Schadens, nicht die Schadensrolle haben. Das bedeutet, diese nicht dafür zuständig, die Gegner auseinanderzunehmen. Die Rolle dieser Musketiere hier war es, zu tanken, was das Zeug hält. Dementsprechend hat er sich auch zuerst die Lebenspunkte durchgeschickt und seine Langbogenschützen die Arbeit machen lassen. Im Vergleich zu Risi, der auf brachiale Musketiergewalt gesetzt hat und sein Wetteinsatz war dieses Spiel und er hat verloren. GG, erstes Game ist durch, aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich finde, das war ein absolut faires Kommentar vorher. Es war ein sehr, sehr ebener Fight und ich freue mich schon aufs zweite Spiel. Kurz, knackig, aber brutal aufs Maul und ich hoffe, dir auch nicht zu lang zu. Damit, Leute, ganz kurz in den Zwischenscreen. Ich bin gespannt aufs zweite Matchup. Die nächste Map ist natürlich Colorado. Alles klar. Und
Wer hat das jetzt kommen sehen? Ich glaube, wir sehen hier tatsächlich den ersten Mirror Mirror, den ich bisher casten durfte in der Liga-Geschichte. Bitte, falls sich wer an das anderes erinnert, wo ich schon mal mitgecastet habe, lasst es mich wissen. Aber ich glaube doch, dass es noch nicht so oft passiert. Ganz kurz mal angeschaut. Optimus, falls ihr euch wundert, hier stehen ja auch ihre Statistiken. Hulang ist natürlich nicht Optimus Main Account, dafür hat er zu wenig Spiele, aber Optimus Main Account ist derzeit, zumindest laut meinen Informationen, inaktiv und ich wollte euch zumindest halbwegs repräsentative Statistiken hier anbieten können. Aber ich wollte das geklärt haben, bevor mich hier irgendjemand an den Pranger stellt für falsche Datenweitergabe. Oder da steht ja doch der Name vom letzten. Ne? Alles gut, Leute, entspannt euch. Wer sich jetzt weniger entspannen darf, naja, zumindest müssten sie das, wenn das Spiel nicht schon gespielt wäre und wir von den Rex casten würden, sind natürlich Optimus und Risi, die sich jetzt auf Colorado aufs Fressbrett geben dürfen. Ich freue mich doch, ich hoffe ihr auch. Hauen wir uns schon mal rein. Und da sind wir auch schon wieder. Ab geht's, diesmal auf Colorado und ein Spanien-Mirror. Tatsächlich, spanische Mirrors habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass Optimus für seine Spanier auch bekannt ist. Risi habe ich noch seltener Spanier spielen sehen, aber es nicht heißt, dass er nicht mich komplett in 10 von 10 Spielen damit auseinandernehmen würde. Denn auch wenn Risi so persönlich ein total entspannter Typ ist, im Spiel ist der eine wahre Maschine. Dass Optimus natürlich nicht minder eine Maschine ist, muss ich glaube ich nicht erklären. Aber ich bin schon gespannt, was wir hier in verschiedenen Build-Orders sehen werden. Ich sehe von Optimus auf jeden Fall 3 Siedler auf Holz von Anfang an. Der Rest auf Nahrung geht hier also durch. Hat schon mal einen Marktplatz gebaut. Startet tatsächlich nicht für einen Handelsposten. Ist mit Spanien auch, glaube ich, gar nicht unbedingt notwendig. Scheint aber vielleicht auch einfach einen XP-Schatz am Start gehabt zu haben, was bei dem ganzen Unternehmen natürlich massiv hilft. Kurzes Landdeck. Das ist das Landdeck von Optimus. Hier habt ihr es zuerst gesehen. Sage ich auch ganz kurz das von Risi. Wenn er denn eins hat, der baut tatsächlich zuerst den TP und muss jetzt aufpassen. Hat sich nämlich hier ganz, ganz ein bisschen zu früh. Oh, oh, oh. Muss jetzt schnell sein Haus durchdrücken, damit es hier kein 12-10 wird, aber was haben wir hier für einen Schatz? 120 XP. 1, 2, ganz ein bisschen Idle-Zeit. Nicht hundertprozentig sauber, aber liegt natürlich auch daran, dass er genau diesen einen, dieses eine Holz, diesen einen Schwung der Axt, ne, nicht mehr abgewartet hat. Und deshalb sitzt sie hier ein bisschen auf dem Boden trocknen. Auf der anderen Seite natürlich, ich meine, Spanier im ersten Zeitalter nehmen alle Schätze immer sofort, logischerweise. Scheint aber tatsächlich hier, oh oh, Optimus hat vor laufender Kamera seinen Hund verloren im Age 1. Gibt ihm aber trotzdem natürlich 85 Holz. No TP. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf die BO. Optimus erstmal, ja. Sieht's auch lustig. Schaut euch das ganz kurz an. 2 Minuten 13. Bei Risi sind wir natürlich schon dran. Holt jetzt noch einen 14. Will und 15. Will ist gecute. Holt sich auch nochmal 80 Münzen, die auch helfen sollten mit dem Age-Up. Aber Opti spielt es tatsächlich ohne Handelsposten, sondern geht viel lieber. Ja, ah, der Kollege tanzt auch wie ein Irrer. Geht viel lieber für das frühere Age-Up bei 2 Minuten 40. Also 15 Siedler will Age-Up. Das hat Risi beispielsweise nicht mit seinem TP. Das ist nämlich so ein Ding, man kann Spanier im ersten Zeitalter ohne TP spielen, weil wenn du dann nicht für ein Holz gehen musst, verringert es tatsächlich die Zeiten, die du brauchst, um da ranzukommen. Oh, und Treasure. Hier geht es um den Schatz. Was haben wir hier? 90 Holz. Ist natürlich hochbegehrt für alle Beteiligten hier. Und schaut euch das an. Optimus geht sofort auf Hunde, weil er weiß, dass er ansonsten seinen Kundschafter los ist. Und er weiß gleichzeitig, dass er wahrscheinlich den Kundschafter von, ja, von Risi hier ganz relativ billig mitnehmen kann. Nur gegen die Hunde. Risi hat auch Hunde gebaut, aber den Hundekrieg gewinnt wohl. Ja, da kommt Optimus auch. Vielleicht ein bisschen zu schadenfroh, aber fairer Punkt natürlich. Hat sich hier aus der Affäre gezogen mit einem einzigen Lebenspunkt. Also Juan Cabeza de Vaca oder Vaca, der Mann ist eine Legende.
Wird wahrscheinlich aber auch von der Polizei wegen illegalen Hundekämpfen gesucht, aber lassen wir das mal vorweg. Opti ist tatsächlich, wenn ihr euch das anschaut, massiv vorne, was die Age-Up-Zeit betrifft. Sollte so bei 4 Minuten, knapp 4 Minuten agen, 4, 5 wahrscheinlich. Ja, wie weit bin ich weg? Ja, doch, ich bin zufrieden mit meiner Vorhersage. Age mit dem Gouverneur, Risi Age genauso mit dem Gouverneur. Und ich nehme an, es wird beides relativ passiv, relativ defensiv passieren. Ja, Risi kommt auch jetzt erst mit dem Marktplatz daher. Optimus ist jetzt schon auf Stahlfallen. Geht also tatsächlich relativ wirtschaftlich. Baut auch erst jetzt seinen TP. Was erstmal sehr, sehr seltsam klingt. Und ich habe auch witzigerweise gerade heute noch mit Greenhorn über den spanischen Staat diskutiert. Und ich habe das Gefühl, mir Optis Bild oder hier nochmal genauer anschauen zu müssen. Schaut euch das an. Ganz arschknapp. Ist sich das jetzt, glaube ich, nicht mehr ausgegangen. Risi relativ spät tatsächlich geaged. Muss ein bisschen Idlezeit gehabt haben wegen der ganzen Hundeschupferei hier. Beziehungsweise wegen dem frühen Handelsposten und so weiter und so fort. Aber sollte in der Theorie zumindest in der Theorie eine bessere XP-Kurve haben. Gleichzeitig hat Opti natürlich sich schon ein paar XP-Schütze gesammelt. Also mindestens mal 120. Wenn mich nicht alles täuscht, hier in dem Bereich irgendwo. Und unten hat er auch nochmal was abgestaubt, die 80 Coin, also da ist schon eines dabei. Tatsächlich Risi relativ aggressiv mit seinen Handelsposten. Opti bleibt lieber in der Defensive. Ich glaube, der fühlt sich da auch ganz wohl eigentlich. Der macht dann aus der Position, muss er sich natürlich verteidigen, aber er zwingt auch den Gegner zum aggressiven Pushen unter einen Außenposten und ein Dorfzentrum. Und unangenehm ist nicht mal ansatzweise das Wort, das reicht, um zu beschreiben, wie es sich anfühlt, in den Spanier reinzupuschen, wenn man weiß, einen könnten gleich irgendwelche Hunde zerfleischen oder Lanzenreiter hops nehmen, Rodeleros zerfetzen oder sonstige unangenehme Situationen, die unter einem spanischen Dorfzentrum passieren können. Zweite Kaserne von Risi, der Mann will's wissen. Baut jetzt sogar ein paar Musketiere, um schon im zweiten Zeitalter wohl ein bisschen Druck zu machen. Weiß aber nicht, ob das das Play ist hier auf dieser Karte. Vielleicht will er auch so ein bisschen Psychospiele spielen und Opti überraschen. Kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist, kann man einen Spieler überraschen, der länger Age spielt, der länger Legacy gespielt hat, als ich, glaube ich, insgesamt Age of Empires? Ich weiß es nicht. Aber ja. Die ersten... Da kommt der Kundschafter, schaut sich das kurz an. Sein Hund ist so nett, Pinata. Im Namen getreu, steckt der Kollege ein. Die Schüsse zumindest, die für sein Herrchen gedacht waren. Vielleicht ethisch ein bisschen fragwürdig, aber in der Situation verkraftbar. Und wir sehen tatsächlich ein Age 2 Push. Faszinierend für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die das so mit auf dem Schirm hat. Sieht er, weil er sieht die zweite Kaserne nicht, ne? Die erste muss ihm aber eigentlich schon genug sagen. Jetzt ist halt die Frage, Hunde kommen, Musketiere kommen, alles kommt. Der Kampf geht jetzt tatsächlich, das ist kein Verzögerungspush, das ist ein Ich-mach-dich-kaputt-Push. Und der Turm hier von Risi soll wohl fallen, der Turm von Opti. Ein paar Musketiere hinter sind auch mit dabei. Es kommen natürlich Minutemen mit. Ah, ich weiß nicht. Ich fürchte, Risi hat sich da entweder verkalkuliert oder einfach unterschätzt, wie viel Militär er wirklich rausbekommt zu dem entscheidenden Zeitpunkt. Vor allem die Husare, die vom Edge abgekommen sind, sind ja total egal. Die kommen hier nicht mal zum Einsatz und gleich kommen in diese mittlerweile etwas schwächelnde Edge-2-Masse. Da kommen gleich noch ein Haufen Lanzenreiter reingeflanscht. Während im Hintergrund diese vier Husare wahrscheinlich Hardcore Raiden gehen in der Basis von Risi. Und da kommen tatsächlich die Lanzenreiter schon. Und das sieht nach einem ganz bösen Clean aus. Sogar mit den Rotz. Und sogar wenn er das alles hier erledigt. Ich weiß nicht, wie gut er sich da erholen kann. Ich meine, er hat einen Siedlervorteil. 19 Siedler zu 29, aber... Boah, es ist schon, da sollte alles, da kommen nochmal Plänkler nach, alles gecleant werden, was hier vorne steht. Und da ist auch das GG. Krass. Risi hat hier auch das Spiel sehr, sehr schnell zu Ende bringen wollen. Das heißt, er hat versucht, hier einen richtig krassen Timing-Push hinzulegen. Aber Opti, und
Ganz kurz, ich möchte mal dieses Selbstvertrauen hier hervorkehren. Ob die Hand Beinhardt, wenn du jetzt auf Bevölkerung, wenn man jetzt auf Bevölkerung geht, nicht auf tatsächliche Einheiten, sondern nur auf Bevölkerung. Zwei Drittel seines ursprünglichen Militärs, heißt von den 5 Musketieren und 4 Reitern, hat er alle 4 Reiter in die gegnerische Basis geschickt, nur um Risi richtig klein zu halten und ihn komplett dafür zu bestrafen, dass der militärisch natürlich frontal Vollgas nach vorne gegangen ist und seine Basis komplett ungeschützt gelassen hat. Während er hier mit scheinbar minimalem Aufwand einer Schiffsladung, Minutemen und ein, zwei Batches Einheiten den gesamten Timing-Push von Risi einfach hops nimmt. Stark gespielt. Dieses Spiel doch ein bisschen eindeutiger, aber liegt auch an der Natur der Strategien, die gewählt wurden. Und damit schönes erstes Game aus der schönen ersten Liga. Schönes erstes Spiel von Optimus. Schönes erstes Spiel von Risi diese Saison. Und ich freue mich schon wirklich drauf, von den beiden noch mehr Spiele zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Ganzen. Ich schicke uns nochmal ganz kurz zurück in den Pre-Match-Screen. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich habe stehen gehabt, dass Risi einen Punkt hatte die ganze Zeit wahrscheinlich. Ja, da sind wir. Optimus 2:0. Die ersten beiden Punkte, soweit ich informiert bin. Entweder sie bei die beiden oder Dennis gegen Flo. Wie das ausgegangen ist, habt ihr wahrscheinlich schon im Livestream, wenn ich mich nicht täusche, gesehen. Oder von Gaius Ulis Megas gecastet gesehen. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Danke an die Spieler fürs Spielen. Und Leute, ich freue mich. Ich freue mich auf diese geile Liga 1. Ich freue mich auf diese geile Liga 2. Genauso freue ich mich auf Liga 3 und auf 4, 5 und 6. Ich sag's euch, ich hab Bock. Und ich hoffe, ihr auch. Schön, dass ihr alle da seid. Und lasst uns eine wunderbare Ligasaison genießen. Damit bin ich raus. Ich hoffe, euch geht's gut, wo auch immer ihr seid. Macht euch eine schöne Zeit. Macht's es gut und pfiat euch.